Hey und willkommen, das sind wir mal wieder zu einer Runde Bad Wars. Wie so oft. Ich schau mal die Gegner direkt. Mach nur nichts Interessantes. Dann kann ich eigentlich direkt rüberbauen. Okay, er geht darüber, dann baue ich zu ihm. Dann kann ich direkt hier ihn first rushen. Ich versuche es zumindest. Ich hoffe halt, dass er sein Bett nicht einbaut. Ne, ist noch offen. Ach, er hat zum anderen Gegner gebaut. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich muss ihn jetzt trotzdem angreifen. Hä, sieht er mich nicht? Oder hat es direkt sein Bett aufgegeben? Kann auch sein. Dass jetzt nur noch auf mein Bett geht. Könnte sein. Ich baue mal sicherheitshalber zurück. Ich habe keine Ahnung, warum er jetzt nicht getowert hat. Er geht auf jeden Fall auf den einen Gegner. Dann gehe ich hier auf Orange. Ich kann ja mal hier kurz safe bauen. So. Eine Picke bitte. Vielleicht ein bisschen Rüstung und Blöcke. Schau mal, der Blaue. Er hat den... Hat er schon... Er lebt ja noch, oder? Er lebt noch. Ich bin gerade verwirrt, aber er kommt, glaube ich, zu mir. Zu der, der towert. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Dann gehe ich nämlich da noch... Doch... Oder? Ich bin gerade selber... Nee, er geht da nach hinten. Okay, dann gehe ich so... Orange lebt noch. Okay, dann gehe ich da einfach mal hin. So. Ich mache meinen gewohnten 3-Stack, weil ich finde das einfach am praktischsten, wenn man da schnell langrennen kann und doch auch hochkommt. Und der Orangene macht seinen 1-Stack dorthin. Aber bis dahin habe ich dein Bett. So, und ich knock ich runter. Nice. Ich dachte gerade, er könnte es überleben, aber... Nope, da habe ich ihn. So. Und ich sehe gerade, da hinten kommt einer. Den muss ich defenden. Wer ist denn das? Der Grüne, okay. Den muss ich auf jeden Fall jetzt kriegen. Okay, den haben wir. Aber ich bin leider auch gestorben. Schade. Und der war... Ach nö, jetzt ist es wieder ein 2 gegen 1. Finde ich ein bisschen unfair. Obwohl die Weißen und Grünen sind direkt nebeneinander und greifen mich eher an. Und er hat es überlebt, oh mein Gott. Wo ist er denn da? Etzer, geh mal runter. Du hast hier in meiner Base nichts verloren. Jetzt bin ich gespannt, ob der Grüne... Ja, der baut zum Weißen rüber. Wenn nicht, wäre es sehr, sehr komisch gewesen. Es hätte dann irgendwie nach Teaming ausgesehen. Aber ich weiß ja nicht. So. Und ich gehe jetzt einfach direkt mal durch zum Grünen, weil der Weiße ist tot. Okay, hier baue ich auch noch einen One-Stack. Können wir ja mal schnell hinbauen. Der Grüne, hat es, ist er wieder in seiner Base oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Hat sich gesuicidet, okay. Dann weiß ich es jetzt. Okay, er hat... Ich habe wenig Blöcke, das ist jetzt doof. Theoretisch kann ich, wenn ich direkt hinten ranspringe, das Bett direkt kriegen, weil er nicht schnell genug zu mir hinrennen kann, aber ich bin mir gerade selber nicht sicher. Hm. Ich warte jetzt einfach mal, vielleicht macht er, towert er sich. Vielleicht macht er irgendwas. Ich bin ein sehr geduldiger Spieler, ich kann warten. Hm. Er bleibt da mal auf jeden Fall stehen. Ist also vorsichtig auch noch einen Block gesetzt. Jetzt gehe ich einfach mal runter. Ja, hat gereicht. Habe ich angesagt, das reicht. Aber es war echt extrem knapp, das reicht. Also, mehr Zeit hätte ich mir nicht lassen können. So, und jetzt muss ich ihn nur noch töten. Ich hoffe, er spielt jetzt nicht mit Cobwebs oder sonst was. Und lässt sich recht schnell von mir runternocken. Er spielt... Es ist ja noch schlimmer als Cobwebs. Er geht echt zur Mitte und holt sich Gold. Okay. Aber ich lasse ihn nicht von der Mitte zurückkommen. Als ob er jetzt echt mit Gold spielt. Oha.
Okay, ich würde in dieser Situation eventuell sogar auch mit Gold spielen. Weil es halt ziemlich schwierig aussieht, jetzt ohne Gold zu gewinnen. Als ob er echt. Ich habe eine Idee. Okay, die Idee ging leider nicht aus. Ich wollte alles unter ihm spleefen, dass er nicht mehr runterkommt ohne irgendein Energy. Ach, da ist er. Ach, er geht direkt so mit mir. So, komm. Er hat mich echt noch. Och, nö. Jetzt muss ich schnell sein. Komm, flieg! Ja, du bist ein Adler. Du bist ein guter Adler. Er fliegt. Okay, die Runde war eigentlich ganz nett. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!